Hallo und herzlich willkommen bei Krotos Computer. Bevor wir mit dem Video anfangen, erstmal sorry, dass an den letzten 2 Sonntagen kein Video kam. Das lag daran, dass ich mit einer ziemlichen Erkältung im Bett lag und kaum Stimme hatte, Kopfschmerzen, schlapp, also mich hat's voll erwischt. Ich wollte euch das gerne auch mitteilen. Das Problem ist, dass, wenn man so klein ist, wie der Krotos Computer-Kanal hier, YouTube das anscheinend nicht möchte. Es gibt ja eigentlich dieses Community-Tab, wo man auch Text posten kann, der dann eben in der Timeline angezeigt wird, wenn man den Kanal abonniert hat. Dieses Community-Tab gibt es anscheinend aber erst ab 1000 Abonnenten. Und ja, wir haben aktuell 860 oder sowas. Das heißt nicht 1000, deswegen gibt es das bei uns nicht. Deswegen konnte ich da leider nichts posten. Deswegen alle mal abonnieren, wenn ihr so nichts getan habt, dass wir auf die 1000 Abonnenten kommen und dann kann ich auch im Community-Tab mal sowas posten. Ja, wie gesagt, tut mir leid, aber ich war so kaputt und krank. Das hätte nichts gebracht, besonders dass meiner Stimme, da hätte man absolut nichts verstanden. Ich bin immer noch nicht ganz super fit, aber jetzt geht es einigermaßen wieder. Das wollte ich nur einmal vorabstellen, damit ihr da Bescheid wisst. Und ja, wenn in Zukunft nochmal sowas ist, hoffe ich erstens, dass ich nicht so schnell wieder krank werde und zum anderen, dass wir bis dahin 1000 Abonnenten haben. Damit ich euch das auch mitteilen kann. Ich mache die Videos ja immer relativ zeitnah, um immer möglichst aktuell zu sein. Deswegen hatte ich jetzt auch nicht schon 5 Videos fertig, die ich da einfach hätte quasi online planen können. Ja, wie dem auch sei, das soll es damit erstmal gewesen sein. Und jetzt startet das Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Krotos Computer. Im heutigen Video möchte ich mal ein paar Geschichten erzählen bei uns aus der RMA, also da, wo die PCs, die ihr einschickt, wenn dort irgendwas kaputt ist oder sowas, ankommen und repariert werden. Das ist immer ganz lustig, weil das sind natürlich keine neuen PCs, sondern das sind PCs, die sind gebraucht, die sind 1,5 Jahre alt oder sowas, weil. Wenn ihr den PC bestellt, geht nicht in der Regel sofort irgendwas kaputt, sondern wenn mal irgendwas kaputt geht, dauert es halt eine gewisse Zeit. Das heißt, der PC war schon bei euch im Einsatz und ja, dann kommt der hier bei uns an. Ich möchte vorab sagen, wir haben viele Leute, die schicken die PCs sehr gut ein und das ist auch alles super und alles vernünftig. Aber es gibt auch immer wieder Leute, da ist das ein bisschen schwierig, sage ich mal. So. Da wird das nicht ganz so gut eingeschickt. Und fangen wir mal an in der ersten Punkt. Und zwar, wenn ihr einen PC zu uns schickt, dann müsst ihr das immer mit dem RMA-Formular machen, wo ihr halt Name, Adresse, was ist am PC und sowas einschreibt. Und da gibt es auch eine genaue Beschreibung, sogar ein Video hier auf dem Kanal, wie ihr den PC am besten einpackt, damit er auch eben unbeschadet bei uns ankommt. Nun ja, da gibt es leider immer wieder Experten, bei denen das nicht geht. Ganz so toll ist. Wir sagen ja, okay, der PC muss von innen halt dicht und fest mit einem Polstermaterial, wir verwenden dazu Luftpolster, ausgepolstert werden, damit sich die Komponenten im Inneren halt nicht bewegen können. So, und ich werde jetzt mit meinen unglaublichen Videoschnittskills im Laufe des Videos versuchen, immer mal so Fotos einzublenden von PCs, wie sie halt hier bei uns in der Reparatur angekommen sind. Damit ihr da einfach mal Live-Bilder seht, wie das Ganze so ist. Wir haben ja, also das sind jetzt alles PCs, die jetzt über die letzten Wochen, Monate so angekommen sind. Das heißt, ich kann euch jetzt hier nicht direkt irgendwas zeigen. Deswegen blende ich da mal Fotos ein. Wir haben das natürlich alles immer fotografiert, um da auch dem Kunden zu zeigen, ey, wenn da was kaputt gegangen ist durch den Transport, das waren nicht wir, ne? Das ist durch dich. Und ich versuche jetzt mal so ein paar Fotos einzublenden und dazu immer mal so ein bisschen was zu erzählen. Und zwar, ja, haben wir da bei den Verpackungen halt immer wieder PCs, die halt von innen einfach gar nicht gepolstert sind. Oder wo diese PCs einfach sehr, sehr schlecht gepolstert sind. Das heißt, wir haben PCs, da wird von innen als Polstermaterial, werden da keine Luftpolster verwendet, sondern es wird zum Beispiel einfach Zeitungspapier oder Packpapier verwendet und das Ganze einfach so lose reingelegt.
Das ist natürlich super intelligent, weil das Ganze hilft natürlich gar nichts, wenn der PC geschüttelt wird und sich die Teile im Inneren bewegen sollten, weil das ja sofort nachgibt und überhaupt gar nicht die Teile in Form halten kann. Da könnt ihr auch gar nichts reintun, das hat das Gleiche. Die gleiche Sache ist, wenn das mit so einer Luftpost, dieser Noppenfolie halt eben da reingelegt wird, das ist genauso wie Packpapier. Wenn das nicht total dicht da drin ist, was es eben nicht ist, sondern einfach lose reingelegt ist, dann bringt das Ganze natürlich auch absolut nichts und der PC kommt dementsprechend beschädigt hier bei uns an. Auch große Probleme sind, der PC muss natürlich in einer geeigneten Umverpackung verschickt werden. So, wir haben allerdings immer wieder PCs, wo der PC einfach ohne jegliche Sicherung einfach so in einen Pappkarton gelegt wird. Das ist natürlich richtig clever, weil so ist er natürlich super vor Stürzen, Stoß und allen möglichen Kram, was so ein Paket auf der Reise mit DHL passiert, geschützt. Nämlich gar nicht. So, und dementsprechend häufig passiert es da auch, dass da zum Beispiel Glasscheiben kaputt gehen, Beulen reinkommen, Füße abbrechen oder so. Und dementsprechend, ja, der PC ziemlich lediert bei uns ankommt. So, ihr müsst natürlich schon um den PC, wenn ihr die Originalverpackung nicht mehr habt, eine Schutzfolie anbringen. Also entweder darum alles Noppenfolie wickeln und dann nochmal mit Luftpolstern oder Packpapier auspolstern, sodass sich das nicht bewegen kann und eben geschützt ist, dass es halt nicht direkt eben an der Wand vom Karton und dann so ein einwandiger Karton da anliegt. Na, damit kann man natürlich nichts anfangen und dementsprechend, ja, kommt der PC natürlich auch so kaputt an. Ja, wir haben dann auch immer wieder Leute, die legen zum Beispiel die Grafikkarte einfach lose in den PC rein. Da kann die natürlich auch überhaupt gar nicht geschützt sein und beschädigt irgendwas. Also, was das Einpacken passiert, ja, habt ihr jetzt hier an den Fotos gesehen, ist das Ganze doch einfach schwierig, muss man sagen. Und gibt es viele Leute, die da nicht ganz so den Wert drauf legen. Jetzt haben wir allerdings noch eine zweite Kategorie und das ist nicht nur Einpacken, sondern auch der allgemeine Pflegezustand des PCs. Wir sagen ja immer, macht euren PC regelmäßig sauber, sorgt dafür, dass der einmal vernünftig ist und reinigt den. Das nehmen manche Leute nicht ganz so ernst und wir bekommen teilweise PCs, die sind 6, 7, 8 Monate beim Kunden im Einsatz und dann sehen die so aus. Ich blende jetzt mal wieder ein paar Fotos ein. Da denkt man sich, wie geht das? Also, mein PC sah noch nie so aus. Also, das kommt gar nicht. Also, der Staub ist gelbbraun, richtig eklig, stinkt auch absolut. Boah. Also, dann kann man direkt erstmal danach lüften und das kann man bloß nicht drinnen sauber machen, sonst stinkt die ganze Bude danach. Es ist so viel, also der Staub ist schon so richtig verklebt, zu so einer klebrigen Masse. Mit was auch immer da auch noch drin ist, dann setzt sich der überall einfach so fest, so in den Kühlkörpern fest, dass schon überhaupt gar keine Luft mehr da durchgehen kann, weil der PC so zersetzt ist vom Kühlkörper einfach, also einfach so voll ist mit Staub. Und auch wenn man die Lüfter anschaut, der Lüfter besteht gefühlt aus mehr Staub als Lüfterblatt, dass man das Lüfterblatt dazu oder darunter überhaupt noch erkennen kann, ist schon ein Wunder. Und dann wundern sich die Leute, ja, mein PC ist so laut und der geht bei Belastung ab und zu aus, wenn der überhitzt. Ja, klar, wenn durch den Kühler gar keine Luft mehr kommt und der Lüfter sich kaum noch drehen kann, weil so viel Staub dran ist, klar, dann überhitzt der PC natürlich und geht dann irgendwann aus. Da frage ich mich, also, wie kann man das so weit kommen lassen? Also, wenn ihr das seht und das kommt euch bekannt vor von euch, bitte, bitte macht den PC sauber. Ey, ihr kauft euch für 1000 oder noch mehr Euro einen PC. Und dann lasst ihr den so verkommen? Also, das kann ich halt irgendwie nicht verstehen, ne? Weil das ist ja auch nicht gut für den PC, ne? Das schadet ja auch den PC. Wir hatten teilweise schon, ist halt irgendwie der Lüfter kaputt gegangen oder ist irgendwas, eine Komponente kaputt gegangen, weil der halt so mit Staub zugesetzt war und so überhitzt ist halt, ne? Das ist dann halt auch einfach schlecht und das fällt dann halt auch nicht unter die Garantie. Ne? Und wenn wir euren PC erstmal 2 Stunden sauber machen müssen, müssen wir natürlich auch was dafür berechnen. Das können wir nicht kostenfrei machen. Dementsprechend, also ekliger Staub ist schon wirklich regelmäßig, dass die Rechner so ankommen. Und jetzt hatten wir letztens einen Fall, ich blende euch hier auch mal Fotos an. Da waren
irgendwelche Eier von irgendwelchen Insekten drin, Spinnenweben drin, irgendwelche toten Fliegen drin. Wie kann das in einen PC kommen? Wo stellt ihr den hin? Habt ihr den, weiß ich nicht, in einem 100 Jahre alten Keller, der noch nie gereinigt wurde, stehen? Oder in eurem Gartenhäuschen, was nie sauber gemacht wird? Oder wie kann sowas passieren? Wie können Tiere im PC sich vermehren und nisten und was auch immer? Also, das ist, boah, also, wenn man sowas aufmacht, kann man echt direkt so eine komplette Schutzausrüstung anziehen, um das erstmal irgendwie sauber zu machen. Also, das ist schon wirklich, wirklich die Spitze. Und da muss man sagen, bitte, bitte lasst eurem PC nicht so vorkommen. Bitte macht den PC regelmäßig sauber. Er wird es euch danken, indem er einfach lange problemlos läuft. Weil, wenn ihr den PC nicht pflegt und der vergammelt so, dann ist er halt irgendwann so zugestaubt, dass er einfach kaputt geht. Und das wäre halt einfach zu schade und einfach auch zu viel Geld dann für den PC. Ich meine, wenn er dann wieder zu uns kommt und einen neuen kauft, freuen wir uns natürlich, aber das muss doch nicht sein. Ne? Also bitte, bitte macht den regelmäßig sauber, geht vernünftig damit um. Und ich frage mich auch immer, wie sieht denn dann so die restliche Umgebung aus, wenn der PC schon so schmuckig ist? Ist die auch so dreckig? Also so möchte ich ja auch nicht meine Zimmer oder meine Wohnung oder mein Haus oder was auch immer haben in so einem Zustand. Also das ist schon sehr, sehr schwierig und dementsprechend, ja, gibt es natürlich aber auch regelmäßig PCs, die sehr, sehr gut sind, die regelmäßig gepflegt werden, die regelmäßig gereinigt werden, was dann einfach gar kein Problem ist, aber leider auch immer wieder diese Ausnahmen. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal hier in dem Video da ein bisschen was aus unserem Alltag zeigen, womit wir, ja, ich will jetzt nicht sagen täglich zu kämpfen haben, aber schon jede Woche zu kämpfen haben. Und das ist für uns auch nicht schön. Also denkt daran, ne, der Mitarbeiter bei uns macht den PC auf und sieht dann sowas. Das möchte man halt auch nicht. Ne? Das ist nicht so ganz angenehm. Ja, in dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen, Like, Abo, was auch immer alles da. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die 1000 Abonnenten knacken würden, dass wir das Community-Tab freischalten, hoffentlich. Und dass ich dann da auch mal was posten kann und da Infos posten kann. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wenn ihr das heute schaut, Sonntag, Bundestagswahl. Wenn ihr noch nicht wählen wart, geht jetzt wählen. Ne, gebt eure Stimme ab, außer ihr seid noch minderjährig, dann klar, geht das noch nicht. Aber ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und sonst nächsten Sonntag ein weiteres Video. Ciao.